In seiner mittlerweile 18. Auflage zählt das Gartenfest der Porsche schon lange zu den wichtigsten Sommerveranstaltungen der Branche und lockt jährlich zahlreiche Gäste in den Innenhof des Porsche Headquarters. Am Anfang steht die Handschlagsqualität, denn die Chefs begrüßen jeden einzelnen Gast persönlich. Viel Stimmung, gutes Essen, gutes Trinken, aber vor allem sehr viel Spaß, Freude, alles rund um den Bau. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht nur über das Geschäft redet, sondern sich auch privat austauscht und man hat hier einen tollen Rahmen. Man trifft immer wieder Leute, mit denen man nicht rechnet und das macht das Ganze eigentlich so toll. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, einmal im Jahr sozusagen alle Gäste auch persönlich zu begrüßen. Ja, ich habe im Vorfeld viel gehört vom Kundengartenfest der Por und was ich bisher sehe, beeindruckt mich schon sehr. Erstens mal die Location, was wir alles aus unserem Garten machen können. Zweitens auch das Wetter. Klappt immer scheinbar, wenn die Por ihr Kundengartenfest macht. Und drittens, glaube ich, ist es auch schön, so viele Partner der Por hier begrüßen zu können. Also es ist ein ganz tolles Fest. Die Firma selber ist nächstes Jahr 150 Jahre alt und diese Tradition haben wir dann mittlerweile 18 Jahre. Hat sich entwickelt, wie ich als Zuwanderer in Österreich gelernt habe, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Also Catering ist immer hervorragend, aber ein guter Abend braucht gute Gäste und die findet man immer hier. Kaum jemand lässt sich dieses Ereignis entgehen, denn es ist nicht nur die perfekte Organisation, die begeistert, auch die vielen verschiedenen Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen und zum anderen natürlich die langjährigen Partnerschaften mit den Gastgebern. Die ÖSW AG und die Por haben viele epochale Projekte umgesetzt. Ich sehe gerade im Fokus ein Projekt, das wir vor 10 Jahren mit Elsa Borasca umgesetzt haben. Wir werden in 2 Wochen einen Turm hier ums Eck eröffnen, den Por gebaut hat mit hoch 33, mit 441 Wohnungen. Das ist das größte Projekt in der Zusammenarbeit und viele Projekte, die wir derzeit auch umsetzen. Ich habe am Anfang meiner Zeit bei Wolf Theiss natürlich immer davon gehört und war noch nicht bei den Glücklichen dabei eingeladen zu sein und habe mich dann sehr gefreut, als ich das erste Mal dann auch dabei sein durfte. Und es ist eine Atmosphäre, da kommen Leute zusammen, zwar alle ein bisschen mit demselben Hintergrund, aber doch aus verschiedenen Sparten und Sphären. Also mit der Por immer sehr gerne in mehreren Ländern, zuletzt in Deutschland ein größeres Projekt in Düsseldorf am Flughafen, dann ein Projekt in Rumänien im Norden von Bukarest, das ist fertig, voll vermietet. Also wir haben gute Erfahrungen gemeinsam, Immofinanz und die Por-Gruppe. Man trifft sich hier wirklich, es sind viele Leute hier, viele Kunden von Por, auch viele Por-Mitarbeiter aus den Bundesländern und es ist einfach ein angenehmes Event, um die Por zu treffen und auch andere zu treffen. Wenn man viele Freunde wieder trifft, weil es immer gespannte Themen gibt. Wir haben jetzt gerade über Digitalisierung, über Weiterbildung gesprochen, weil es ein nettes Ambiente ist, heute das Wetter geil ist und keine Zelte durch die Gegend fliegen. Also deswegen freue ich mich immer da zu sein und einen angenehmen Sommerabend zu verbringen. Auch die traditionellen Werte der wichtigsten Theaterbühne sind der Por heilig. Die Por AG mit dem Herrn Generaldirektor Karl-Heinz Strauß hat sich entschieden, unsere Reihe Schmidt und Nia Varani, das ist, wir kennen alle diese beiden Kabarettisten, dieses Projekt zu unterstützen und wir freuen uns sehr darüber. Jedes Fest neigt sich leider einmal dem Ende zu, so auch dieses. Gespannt blicken wir schon aufs nächste Jahr, denn da heißt es dann 150 Jahre Jubiläum.